Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, war das ein Spiel gegen Mainz. Heiliges bisschen hin und her und wieder zurück. Könnt ihr nochmal nachgucken, falls ihr nicht gesehen habt, war die Folge von gestern. Genau. Gut, jetzt geht's weiter und zwar mit den Schotten. Wir spielen gegen die Italiener. Der Herr Curry, meine Zeit bei Heisi FC geht zu Ende. Er ist nicht zufrieden. Ja, ist klar. Er ist halt wirklich nur, ja, dritte Wahl. Kein Wunder, wenn man Heisi vor sich hat mit Stärke 92 und Ossi mit Stärke 90, ist natürlich schwierig für jeden Stürmer, das ist ganz klar. Aber er müsste eigentlich trotzdem noch ein bisschen bleiben. Wisst ihr, was wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht haben? Fatal, ich gehe mal schnell gucken. Haben wir geguckt wegen den Verträgen von den Leuten? Oh, jetzt bin ich bei den Schotten. Ja, da interessieren mich die Verträge jetzt nicht massiv. Gut, das müssen wir uns dann noch ansehen. Nicht, dass da irgendeiner dann geht und wir merken es nicht. Der Herr Curry. Ich bin nicht einer der Top-Spieler hier, richtig. Aber ich denke, ich habe mehr Einsätze verdient. Ja, ich möchte dem jetzt die Moral nicht noch mehr knicken, auch wenn das die richtige Antwort wäre. Deine Wünsche sind ja fehl am Platz. Wir sind Trainer, ja, zu gehorchen. Zeig mir, dass du die Einsätze verdient hast. Ja. Ja, das hilft auch tatsächlich sehr gut. Ja, weil eben, da muss er halt im Training arbeiten. Das ist ganz klar. Gut, es wurde noch gesagt, ich gehe mal schnell gucken. Der Herr Jewin, ach, ich bin bei den Falschen. Okay, machen wir alles nachher. Wir machen mal ein Kollege Training. Wir haben ein bisschen Pause, so wie es aussieht. Ne, da kommt es ja schon. Und danach haben wir gegen Österreich. Oh, allen Ernstes. Ja, da wäre wahrscheinlich der Arni sehr dafür, dass wir das spielen. Sollen wir beide machen? Ja, ne, irgendwie. Soll ich gegen Italien oder Österreich? Ich hoffe, der Arni verzeiht mir, wir spielen gegen Italien. Italien ist x-facher Weltmeister. Gut, also, dann gehen wir rein, simulieren das andere Spiel dann noch und gucken dann noch schnell am Schluss wegen der Mannschaft. Da möchte ich noch was machen. Gut, ja, schwarz gegen weiß, ich würde sagen ja. Wobei, nee, blau ist natürlich blöd bei den Italienern, wenn wir dunkel sind. Ja, wir lassen es so, ist in Ordnung. Ich gehe ganz schnell zum Teammanagement, ich möchte gucken, ob die Besten spielen. Oder ob er hier irgendwie 79, wenn wir da unten gucken. Nee, wahrscheinlich spielen die Besten, würde ich sagen. Ja, gut, dann können wir das so lassen. Was erwarte ich vom Spiel? Ja, das ist ein gutes Spielwert, keine Ahnung. Ich denke, die Italiener sind sicher eine Nummer stärker. Würde ich mich jetzt wundern, wenn wir hier hoch gewinnen. Also das würde mich sogar massiv wundern. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber halt ein schönes Spiel gegen einen schönen Gegner. In einem schönen Stadion. Das sieht man ja hier auch. Oh ja, schön, ja. Mhm. Mit der Aschenbahn außenrum. Igidigit. Okay, das Stadion schön, aber die Aschenbahn natürlich Mumpit. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Eben, das klaut dir tatsächlich pro Saison verlierst du Punkte deswegen, weil die Fans zu weit weg sind. Das ist aber zum Spielen Käse, es ist zum Zugucken Käse, ganz klar. Gibt es heute aber auch nicht mehr. Das baut man nicht mehr so. Das ist wirklich einfach Blödsinn. So, da haben wir die Italiener. Links haben wir die Schotten. Ne, umgekehrt. Moment. Links haben wir die Italiener, rechts haben wir die Schotten. Genau. Hier, das sind, glaube ich, wir. Ja, das sind tatsächlich wir. Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein. Wir spielen von links nach rechts in den dunklen Trikots. Oh, das ist irgendwie bedächtig langsam. Also wenn ich das jetzt gerade mit dem Heisi-Dingens vergleiche. Ja, erstmal ein bisschen Ballsicherheit gewinnen. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Und dann geht mal einer durch. Genau, macht mal ein bisschen Tempo. Oh, ich wollte gerade spielen. Oh, die sind halt wirklich langsam. Oh, da sieht man es auch. Ich komme halt nicht ran. Jetzt nicht den Ball spielen. Oh, gut. Gemeinsam verteidigt. Da bin ich stolz drauf. Da gibt es noch eine gelbe Karte. Oh, aber nicht jetzt 11 Meter. Ich bin gerutscht. Nee, Ecke. Okay. Es ist schon, also es ist ein frappanter Unterschied. Es ist tatsächlich ein frappanter Unterschied. Ah, komm, wir brauchen die Kugel. Mit dem FC Heisenberg oder hier mit den Schotten tatsächlich. Die sind massiv limitierter, was das Tempo angeht. Aber da passt Torwart Clark auf. Ist für mich aber immer auch mal ein bisschen eine willkommene Abwechslung, mal wieder mit einer anderen Mannschaft. Oh, ich habe... Nein, ich sage jetzt nicht, ich habe gedrückt, aber ich habe gedrückt. Aber jetzt sind wir reingerutscht und haben den Ball trotzdem nicht. Im Ernst, jetzt? Jetzt haben wir ihn. Ne, wir haben ihn immer noch nicht. Ich komme nicht an die Kugel ran. Ja, da blocken wir mal.
Guter Ball, jetzt müsste der halt ein bisschen Tempo. Er ist halt schon einfach nur langsam. Dafür mit Übersicht das Ganze. Oh, früher spielen. Der ist zu langsam. Ich bin mich halt tatsächlich das Tempo vom Heisenberg FC gewohnt. Da kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Kann ich hier tatsächlich nicht. Ja, gut gegrätscht. Also das können die Schotten natürlich. Weiter Ball. Ah, schade. Ich dachte, der kommt noch zu mir. Ja, der Torwart. Sehr gut. Auf dem Posten. Das wollte ich nicht. Ich wollte auf die Seite raus. Oh, gefährlich. Ja, da passt der Torwart nochmal auf. Okay, wir haben Mühe gegen die Italiener. Die wirken frischer, die wirken agiler. Und sie wirken vor allem stärker. Also sie sind tatsächlich stärker als wir. Ja gut, ist auch kein Wunder. Oh, komme ich nicht ran. Oh, jetzt kugeln sie. Da können wir nur zumachen. Jawohl, das hat sogar funktioniert. Jetzt nach außen spielen. Dankeschön. Hat vorher gar mal gar nicht funktioniert. Oh, bis er halt in die Gänge kommt. Oh, komme ich nicht ran. Hui, aber da überhaupt zu einer Torchance kommen. Ja, das hätte einen Foul gegeben. Zum Glück habe ich ihn nicht erwischt. Es ist halt schon die Aufladezeit. Die ist sensationell lang. Guter Ball. Jawohl, stark gemacht. Oh, da ist leider der Torwart da. Unsere erste Chance und das wäre fast das 1:0 geworden. Eieiei, erstaunlich. Leider keine Wiederholung, dazu sage ich nichts mehr. Das Problem kennen wir. Oh, da kommt aber fast dran. Jawohl, geh hinten rum. Oh, da habe ich die Kugel nicht. Da waren zwei von uns und trotzdem komme ich nicht an den Ball ran. Ja, lauf, lauf, lauf. Ja, Glück gehabt. Beziehungsweise gut gemacht. Ja, jetzt tatsächlich mit Verstand. Jawohl, schick den Kollegen mal steil. Gut gemacht. Ja, da wollte ich die Drehung. Hat nicht geklappt, schade. Musste ich, der hat mich eingeholt tatsächlich. Der war ohne Ball schneller. Was auch normal ist, logischerweise. Ja, gut gestört. Ah, hoch war leider falsch. Ich dachte, ich komme da nicht ran. Da haben wir die Kugel wieder. Jawohl, da haben wir Platz. Lauf mal. Wenn du schon Platz hast. Dreht da nochmal. Jawohl, schick ihn nochmal. Gut. Gut, soweit. Und dann eine schlechte Flanke. Aber wir spielen immerhin mit. Es steht noch 0:0. Ist jetzt nicht so, dass die Italiener drückend überlegen wären. Also ich bin eigentlich soweit zufrieden. Wir müssen die Tore machen. Wenn wir schon Torchancen haben, müssen wir natürlich einfach auch mal ein Tor machen, ganz klar. Da sind eigentlich alle noch fit. Jetzt haben wir hier noch eine gelbe Karte. Da können wir schnell gucken. Ja, da machen wir einen Wechsel. Das ist mir zu gefährlich tatsächlich. So, und dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier weitergeht. Jetzt nur nicht einbrechen, natürlich. Das können wir nicht gebrauchen. Oh, komm, ich hatte ihn. Gut. Jawohl, auch gut das Dribbling. Das ist sogar ein Mann, der ist ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Jawohl, wieder zurück. Und der Kopfball. Ja, bemüht. Im Arbeitszeugnis würde stehen, er war stets bemüht. Schade. Eigentlich die Schotten bekannt als kopfballstark. Hat sie jetzt nicht gerade geäußert so bei ihm. Oh, schade, nicht geklappt. Da hat es aber geklappt und perfekt abgelenkt tatsächlich zum eigenen Torwart. Also diese Grätsche, die war lehrbuchmäßig. Ich wollte doch gerade und ich habe die auch. Gibt's doch nicht. Gut geblockt. Jawohl, hinten rum. Oh, was ist das für ein Pass? Gut, jetzt aber, komm. Gut gemacht. Die Drehung genau im richtigen Moment. Auch stark. Nochmal einmal rüber. Jawohl, jetzt lauf.
Oh, dann hat er halt keinen Schuss. Das ist halt nicht heißi. Der macht aus solchen Distanzen auch mal ein Tor. Aber es ist immer noch 0-0. Also ist nicht so, dass uns die Italiener jetzt völlig auseinandernehmen können. Die haben Probleme mit unserem Kampfgeist. Au, das war ein Foul. Aber er hat die Kugel noch. Oh, geht da durch. Aber gut gegrätscht tatsächlich wieder. Also jetzt einfach gut verteidigt. Ja, gibt nochmal eine gelbe Karte für den Captain. Für Cooper. Da wird gewechselt. 60. Minute. Oh. Ja, guter Torwart. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich natürlich genau in die falsche Richtung gegangen mit meinem Manneken. Gut, nochmal nach außen. Jawohl, da kommen wir nämlich vorbei hier. Zieh mal in den Strafraum rein. Oh, zu da auf dem Tor. Ich wollte aber auch in den Rücken spielen. Das geht dann halt irgendwie auch nicht. Da hat der Mann dann wieder irgendwie die Beweglichkeit nicht. Gibt's doch nicht. Ja, da ist keiner. Schade, Gilmour. Da muss ich mich echt wieder umstellen, wenn wir nachher wieder mit dem Heise FC spielen. Jawohl, gut gemacht. Nochmal. Oh, Himmel. Ich bin dran. Oder bin ich doch nicht dran? Oh, guter Ball. Gleich mit der Abwehr noch den Gegenangriff ausgelöst. Jawohl, stark. Gute Ballsicherung. Gut. Jawohl, also mir gefällt eigentlich, wie wir spielen. Oh, geht durch. Der Ball war doch eigentlich stark. Jawohl, nochmal in die Tiefe. Gut. Jawohl, da haben wir es doch noch hingekriegt. Da ärgern sich die Italiener. Uiuiui, ja, gut gemacht. Also dafür, dass das dann doch eher, ich sag's jetzt nochmal, limitierte Fußballer sind im Vergleich zu denen, die wir im Club haben. Heieiei. Im Prinzip Glück, dass der Ball, also abseits ist es, das ist aber hauchdünn, kein Abseits. Eieiei, ja. Da haben wir das. Es ist Abseits. Och nö, das merke ich jetzt. Oh nö, ich. Jetzt habe ich schon einen riesen Aufsatz erzählt. Dabei war es Abseits. Das hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Oh je, jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch einen blöden Gegentreffer und dann verlieren wir das Ding, obwohl es eigentlich gerade danach aussah. Gute Grätsche. Dass wir sogar gewinnen könnten. Wir haben hier ein paar müde Leute. Ich würde hier gerne mal wechseln. Ja, den 83er lassen wir mal. So, dann haben wir wieder ein bisschen frische Kräfte drin. Wichtig. Oh, wie kann man denn nicht merken, dass das Abseits war? Das merke ich sonst relativ schnell jeweils. Völlig im Glauben, dass wir es hingekriegt haben. Nein, kein Elfmeter. Nee, Ecke. Das sollen wir mal wechseln, mache ich. Haben wir. Oh nö, haben wir nicht. Ui, da muss Clark nochmal massiv eingreifen. Nochmal ein Wechsel. Den hatten wir nicht, den haben wir. Oh, weg damit. Gut. Oh, und jetzt haben wir hier eigentlich eine Konterchance. Jawohl, und was für eine Konterchance. Das war kein Abseits. Nein, der Schuss zu schwach. Was für eine Riesenchance. Er rennt allen Ernstes alleine auf den Torwart zu. Und kriegt's nicht gewuppt. Oh, falsch gerutscht. Oh, ich hatte ihn. Wie oft sagt man bei FIFA, ich hatte ihn. Aber ich hatte ihn halt tatsächlich auch. Nein, das ist doch kein Foul. Jetzt ist eh durch das Spiel. Jetzt haben wir eine gelbe. Ja, 0-0. Aber wir hatten tatsächlich, oh, wir hatten den Sieg zweimal auf dem Fuß. Einmal mit Abseits und einmal. Jetzt wird er pfeifen. Jawohl. Ja, so dieses auf den Torwart zu rennen, sagen wir mal so. Da hat der Skill gefehlt. Also so. Ja, wenn du das mit Heise machst oder mit Ossi, dann klingelt es ganz klar. Der hatte die Kraft nicht. Der hatte die Schussschärfe auch nicht. Ein Elend sowas. Gut, wir schauen mal nochmal schnell. Bisschen in die Zusammenfassung rein. Statt, dass man diese Sachen sieht, unmittelbar nachdem die Aktion war. Also ich verstehe es halt einfach beim besten Willen nicht. Dann haben wir die Italiener.
Ja, da hat der Torwart aufgepasst. Und hier? Ja, aus dem Winkel? Nee, bestimmt nicht. Also da muss der Torwart aufpassen. Alles andere wäre fatal gewesen tatsächlich. Ja, hier nochmal. Dass er den hält. Heieiei, okay. Naja gut, ist halt auch kein schlechter Torhüter, ganz klar. Gut, wir gehen weiter. Gehen wieder weiter. Und werden das Österreich-Spiel, haben wir gesagt, simulieren. Ich glaube, es ist Österreich. Und dann werde ich noch kurz zur Mannschaft gehen, tatsächlich. So, da haben wir es bereit. Jawohl, Österreich-Schottland. Da machen wir, Kollege, Schnellsimulation und sehen. 1-1. Ja, brüderlich das Ganze. Sehr gut. So, dann kommen wir wieder zurück zu unserem Team. Und jetzt werde ich hier noch was machen. Nämlich ganz schnell gucken nach dem Levin Jansen, weil das wird immer wieder geschrieben. Wo haben wir den? Der Herr Levin. Ist das ein Junior oder ist der schon in der A-Mannschaft? Ich weiß es nicht mehr. Mir sagt der Name Levin Jansen nicht allzu viel. Galato im linken Mittelfeld, der ist ausgeliehen. Apu. Genau, das erinnert mich daran, dass der Gelle noch geschrieben hat, wenn er dann Champions League haben und dadurch wären oder durch sind. Also, wenn wir ein unwichtiges Spiel haben, dass wir auch so ein Apu mal noch reinnehmen. Ganz einfach, damit der mal gespielt hat, damit die Fußballwelt Notiz nimmt von dem. Weil sonst können wir den nicht verkaufen, den kennt ja keiner. Hat der gute Gelle natürlich recht. Nee, der ist der beim Jugendspiel. Beim Jugendteam, der Levin. Oder haben wir den gar nicht mehr? Levin Jansen, da ist er doch. 64 Stärke. Nicht unversprechend viel, sozusagen. Wir hätten hier gerne eine neue Position. Nämlich zentraler Mittelfeldspieler. Ja, dauert halt ein Momentchen. Heieiei, okay, das dauert ja ewig. 61 Wochen, dann ist der Mann, 18. Na gut, kann er ja machen. Wir machen das mal, weil ihr habt das empfohlen, dann wird das auch soweit seine Richtigkeit haben. Gut, was haben wir als nächstes Spiel? Werden wir gleich rausfinden. Moment, wenn ich hier zurückkomme. Die Zentrale. Bundesliga gegen Hertha BSC. Okay, wo ist die Hertha? Da schauen wir noch schnell. Die haben wir auf der 11. Gesichertes Mittelfeld, sage ich mal. Ja gut, müsste den Sieg geben. Aber wenn wir hier beim Wochenterminplan gucken, gut, die Champions League ist ja eh fast durch. Da haben wir auswärts dann Champions League gegen Tottenham Hotspurs. Gegen die haben wir nur unentschieden gemacht. Das wird ein wichtiges Spiel werden. Dann werden wir gegen die Hertha wahrscheinlich noch mal ein paar Spieler schonen, würde ich vorschlagen. Gut, aber das ist Thema morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht, der Ausflug in die Nationalmannschaft. Ja, 0-0. Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen können. Danke fürs Zusehen. Bis auf euch zum nächsten Mal. Tschüss.